Hallo und herzlich willkommen auf der Caravan in Düsseldorf. Wir schauen uns heute ein paar Fahrzeuge an und wollen einfach mal schauen, welche Neuerungen es dieses Jahr für uns und für euch gibt. Also, let's go! Der Hümer Campervan IS Rock. Ja, mit Aufstelldach und Markise obendrauf. Würde im Grundpreis 67.900 kosten und mit dieser Sonderausstattung 29.329 Euro, sodass man gesamt auf 98.389 kommt. Ja, hat eine schöne Farbe. Ja, und jetzt hat man die Betten hochgeklappt hier. Jetzt sieht man mal, was man hier für einen Durchlauf hat. Also schön längs. Hier draußen ist noch gut verarbeitet. Das ist der Tisch. Ja, hier sind die Stühle drin, Campingstühle. Und noch Fächer, was auch immer da reinkommen könnte. An der Seite. Ja, wunderschöner Stoff hier, tolle Polsterung, ja, schöner Tisch auch, den man auch in dem Falle so zusammenklappen kann, damit man wunderbar raussteigen kann. Und damit man natürlich diese Treppe befestigen kann, weil es ist ja ein Aufstelldach, weil oben kann man auch schlafen. Ja. So, und hier ist das Aufstelldach. Ja, eine wunderschöne Größe. Ja. Wunderbar. Ganz schönes Dachfenster oben drin. Ja, gut gemacht. Ja, Kühlschrank Dometic von beiden Seiten zu öffnen. Ja, mit Tiefkühlfach. Auch der ist herausnehmbar, das Tiefkühlfach, sodass man große Kühlschrank hat, wenn man keinen Bedarf hat. Ja, hier vorne hat man gleich die Steuerung mit dem Licht. Ja, wie gesagt, von beiden Seiten zu öffnen. Ja, unten hat man nochmal unter der Dinette hat man nochmal für Schuhe. Fächer, auch schön groß. Ja, und hier ist dann wahrscheinlich die Technik verbaut, genau. Hier sieht man auch die Heizung. Ja, zwei Kochfelder mit elektrischer Zündung und ein Spülbecken, gute Armatur. Ja, und die Fächer sind auch hier im oberen Bereich relativ klein, aber auch hier für Gewürze auch zum Festmachen. Den Gummizug ganz gut gemacht. Man sieht auch schöne Materialien verarbeitet. Hier hat man Stoff, Leder und Holz. Hier mit so einem Fächern drin. Ja, das geht dann hier mal rum. Und wie gesagt, man kann es hier gut aufstellen, sodass man hier richtig schön viel Platz hat. Und hier hat man auch nochmal ein Auszugfach. Schön gemacht. Was mir besonders gut gefällt, hier hat man viele, viele Fächer. Allerdings sind die alle unter dem Bett. Ja, auch hier eine schöne Schublade mit Softclos. Ähnlich auch in der Küche. Hier haben wir einen Besteckkasten. Nee, hier ist der Gasabsperrhahn. Hier hat man das Besteckfach. Ja, auch mit Softclos. Und man kommt hier überall wunderbar ran. Ja, hier hat man zum Beispiel einen Wassertank. Ja, das hat man nicht überall, so eine Revisionsklappen. Ja, so kommt man relativ einfach ran. Der befindet sich unterm Auto. Ja. Und hier auch nochmal Wassertank. Ja, ganz gut gemacht. Badezimmer ist auch schön groß. Ja, kann man wunderbar drin duschen. Hier hat man Duschvorhang. Sehr großer Spiegel. Ja, und das Waschbecken ist ausklappbar. Das heißt, man kann das ausklappen, wenn man die so runter macht. So. Und hat ein Waschbecken und die Dusche gleichzeitig mit dem Wasserhahn integriert. Also schön klein, aber mit einem Fenster, sodass man hier eine wunderbar schöne Belüftung hat.
Ja, und dann hat man hier nochmal einen Schrank, wo man seine ganzen Badutensilien reinpacken kann. Auch das ist sehr, sehr schön. Ja, das Ganze auf 5,41 Meter ist natürlich relativ klein, aber dadurch, dass man es hier gut verarbeitet hat, hat man eine schöne Raumgröße. Ja, das war der Hübner Campervan IS Rock.